Go. Herzlich willkommen bei ARK Survival Plus mit... Och Gott, PC, deine Überraschung musst du doch nicht gleich ausbrüten. Also mit PC und unserem neuen Einwohner, dem kleinen Otter. Ach, tschüss. Oh. Mit Diva. Oh, hallo. Eine Susi oder was ist das? Mit Matze. Yep. Matze? Ja. Mit Lynn? Auch hier. Und Genie, komm mal, also siehst du den kleinen Otter da? Der ist so süß. Komm. Ja. Also die Hyäne ist ja schon süß, wenn die gestreichelt wird, ja. Aber der Otter... Oh, ist das... Auf meiner Schulter. Zeig mal. Ist das niedlich? Der skaliert ja mit. Also PC ist ja größer als ich. Warte mal, ich tue ihn mal runter. Ja, tut ihn jetzt mal, gib ihn mal hoch auf die Schulter, ja klar. Der wird größer, je nachdem, bei wem er drauf sitzt. Oh. Oh, wie süß. Ich will den auch mal. Der ist süß. Aber das Problem ist. Das ist ein Würgeotter, pass auf wegen dem Schwanz, ne? Nein, aber der wärmt, der kühlt nicht. Ist der jetzt auch aggressiv? Ah, kannst du das jetzt probieren mit diesen. Der ist so goldig, bleib mal stehen, bitte. Kann ich machen, kommst du zu. Warte, ich möchte einen Screenshot machen. Ja, der Matze hat den gerade. Okay. Ich glaub, den sehe voll ich nicht goldig. Eine gute Idee mit dem Screenshot, das mache ich jetzt auch. Geh da nächsten suchen, den glaube ich siehst du. Warte mal, wie war das mit dem Abschalten von den Zeichen? Also löschen. Geht, ja. Ja, Sekunde, jetzt mache ich nochmal einen Screenshot. So, also einmal Passfoto, bitte. Bitte auf passiv stellen, der ist noch auf Attack mit Target. Mache ich dann gleich. Der ist so süß. Danu? Ja? Was wolltest du von mir haben? Irgendein Gebäude? Ja, noch einmal so ein Gebäude, wie du mir als Täler gerade gebaut hast, bitte. Oh Gott. Wo ist er denn? Ach klar. Da habe Matze auf der Schulter. Die ganze Zeit wird er rumgereicht. Stein und Holz. So, warte kurz, lass mich kurz umstellen. Die Susi. Ja, mir ist nichts anderes eingefallen. Susi sagt man da auch da, ne? Passiv, so steht doch passiv. Kussi und Bussi, die süßen Eisbärbabys aus dem Soester Zoo, oder wie war das, gell? PC, ich habe ihn umgestellt, gell? Okay, hat das bei dir funktioniert? Ja, ohne Probleme. Aber wie gesagt, ich kenne das auch. Sag, muss fürs Fett noch was anderes drinnen sein? Nein, Topf. Achso, der Topf ist kaputt. Komm da rein, dann stand. Echt? Dann ist das weg. Moment, ja, ich brauche noch einen neuen Topf. Okay. Ich mach mal einen. So, ich stelle mal so eine Frage. Ja? Ist denn heute etwa Grundsteinlegung der Town Hall? Na, hoffentlich. Nein. Doch. Nein. Doch, bitte. Ja? Na gut. Ja, bitte. Ich gebe ihn zu den Hyänen. Ja. Für sie. Ja, das ist gut. Im Stall oder wo? Ja. Ja, ich glaube, ja, da ist er am Hat besten. Hat schon geschaut, ob die jetzt schwanger sind? Sind ja abgestellt. Die müsste man auf stellen. Auf was? Auf was? Na, auf Meeting. Ach so. Meeting. Ja, und gerade das ist der, Punkt, das geht nicht. Meet and Greet. Naja, das kann ja nur der Farmer machen. Ja, was bin ich denn? Ach so. Ich weiß nicht, was bist du denn? Farmer? Jetzt mich um Farmer. Na. Ja. Will Town Hall bauen. So, dazu müssen wir wahrscheinlich die Matze helfen, oben die Plattform freizukriegen, oder? Ja, das müssen wir alle, glaube ich, alle machen. Nehmt irgendwer eine Kiste mit, weil dann könnten wir das Zeug erstmal in der Kiste reinhauen, alles was man so. Haben wir etwa aus Fehlern gelernt? Ja. Das wäre mir neu. Sind wir etwa überladen? Ich hab noch Steine. Das tut immer noch weh, gell? Auch wenn es schon so lange her ist. Mhm, so. Sollte ich schon wieder weg. Okay. Krieg einen Lachkrampf. So, Stein. So. Hat irgendwer Stein? Ja, Matze in seiner Kiste. Habe ich gerade was reingeschmissen. Okay. Wenn ihr plant, trinkt überhaupt bitte im Tälertisch. Dürften auch weiß, welche da sein. Passt jetzt gerade nicht, aber hast du jetzt nochmal Foundations gebaut? Ich laufe zurück. Ich habe... drei Highstones in der Tasche. So, ich klaue dem PC jetzt einfach eine Kiste und gehe mal nach oben.
Ach, das ist ja nichts Neues. Eben. Uah. So. Muss ein Park gehen. Ja, ja, ich komme auch dahin. Wo möchtest du das Haus hinhaben? Neben dir, aber wenn du willst, schmeiß mal einfach in die Telohütte rein, dann stelle ich es nachher auf. Also solange wir noch nichts gebaut haben, kann man die noch verändern. Die war ne? Kann man die Town Hall, die, meinst du? Die Town Hall, ja. Ich habe keine Ahnung, kann man die aufheben? Die kann man nochmal aufheben dann, okay. Ja. Okay. Deswegen ist das ganz gut mit diesen Steinen. Das wäre auch bösartig, wenn man das Ding nicht wieder aufheben kann. Das wäre übel, also ich... Ich würde nicht darauf wetten, dass es auf ihn noch geht. Also dann lieber ein bisschen höher bauen die und dann eine Rampe. Hinter dir steht die Kiste, ja? Wo baut es denn jetzt hin? Oben. Ja, wir machen oben die Plattform frei. Ah, da. Und da oben steht eine Kiste, dass man sich entladen kann zwischendurch. Das heißt unser WC. Nein, nein, die Wut, wenn es mit dem Bauen nicht klappt. Kiste. Wo ist die Kiste? Hinter dir. Ach, da. Das war aber ich mein Holzfarm. Ich weiß nicht, ob wir nicht den Platz brauchen. War, noch. Pizzi. War. Naja, wir wollen die Kiste ja nicht dauerhafter haben. Oder nee, ich meinte für genau jetzt. Da, ja, Town ja. Hall? Naja, ich weiß, wie groß sie ist. Gut, dann stellen wir die Kiste nochmal um. Allerdings ja, kann ich mich nicht bewegen jetzt mehr. Stellst du die Kiste so. Um? Ich kann mich auch nicht bewegen. Moment. Dann schmeiß die Kiste her. Ach, Petzi kann sich noch bewegen. Da bitte ist die Kiste. Irgendwo hinstellen, wo... Eher nach unten, oder? So Richtung... Ja, Tor. Irgendwie. Stell damit sie mal lieber so hier hin. Weg haben. Hier so hin, Petzi. Ja, hier. Ich kann nicht schneller derzeit. Weil ich glaube, wir brauchen den Platz da oben. Ja. Ja. So. Oh, Genie? Alle auf die ja. Kiste zu. Reichen dir erstmal 10? Ja. Das ist gut. Weil sonst müsste ich wegen fehlender Planstrings schon wieder so eine riesen Produktionskette anschmeißen. Oh, je. Matze? Nee, wir hätten 5. Plantparts einfach in den Taylor-Tisch, dann stelle ich sie dir her. Ich kann sowas jetzt. Ja, das ist gut. Aber komme ich später darauf zurück. Okay. Mhm. Gerade ist es nicht so wichtig dann. Ja. Mhm. Na, ich sag nur, bei der Tisch stellt auch Hunderte her. Ja, das ist nämlich gut, weil es ist echt nervig, wenn einem immer dieses Zeug fehlt. Ja. Ja, das stimmt. Das konnten wir ja bisher nicht, wenn wir keinen Täler hatten, aber jetzt geht das eben. Mini? Ja. Kiste oben links, ja? Dankeschön. Oh. Ach so, hier liegen ja auch. Oh. Ne, das sind Heiztraps. Ach verdammt, wir haben. Verdammt, was? Das kommen die Steine kommen ja gleich wieder. Ja, wir müssen schnell sein, genau. Also das heißt, ihr baut ab und ich setze so ein Stone-Dings, ja? Wäre sinnvoll, ja. Das fällt mir jetzt erst ein. Ich denke, sag mal, den hast du doch eben weggeklopft. Der Respawn jetzt so schnell. Oh ja. Ich meine, wir haben den für die heutige Session etwas runtergedreht. Also etwas sehr runtergedreht. So schnell können wir natürlich gar nicht bauen. Ich setze hier mal irgendwie Platten oder so. Mal gucken. Ja, Matze hat doch welche. Ich habe auch noch welche. Es geht nur darum, dass wir das erstmal blockieren. Hm. Matze muss noch was trinken und dann kommt er. Ja, dann setz doch mal hier. Jetzt haben wir im Moment, der Platz müsste reichen. Warte, Matze, ich komme mit dir mit. Wo ist denn die Kiste? Sei herzlich willkommen. Okay. Damit das nicht so schnell wiederkommt hier. Soll ich dabei den Platzhalter spielen? Ja. Halt meinen Platz frei, bitte. Da fliegen Steine durch die Gegend. Sag, du hast doch einen Lachkrampf, oder? Kannst du mit jemandem die Büsche das wäre gut. Wegmachen? Ja, kann ich. Mhm. Kannst du die Büsche mit dem Lachkrampf wegmachen? Ja. Ja, du hast so Hintergedanken. Ich brauche die Plantdinger. Das hört sich falsch an, irgendwie. Alles. Die Sätze sind gut, einfach. Hier fallen die einfach so die Steine vom... Ja, das ist echt gefährlich, was ihr da oben macht, hey. Ja. Ja, kannst mal sehen, da hätten wir ganz Risikozulage. Nee, wir hier unten, die drunter stehen müssen.
Alter. Also ja, du willst Plant Parts, ja? Ich brauche Plant Parts, und zwar tausende. So, wir müssen ja Steine wegmachen. So, jetzt. Ich glaube, ich schmeiß das gleich alles weg, was ich in der Tasche habe. Wo geht's denn da eigentlich hoch? Weißt du das, Genie? Nee. Durch das Studier her. War das hintere Tür und Tor? Ja, das war schon klar. Und dann? Matze braucht wieder Schilder. Und dann? Mhm. Ich soll nichts in den Wald bauen? Nein, danke. Die Kiste ist voll. Hier hoch. Heute haut mich der Matze noch. Meinst du? Hat noch jemand eine zweite Kiste? Ein Gefühl. Nein, ich schmeiß weg. Die dir gleich eine Fackel über den Kopf. Du glaubst doch nicht, dass wir die Ressourcen wegschmeißen. Nö, die brauchen wir ja. Eben. No. Ich brauch das Holz. Und ja. Doch. Und Matze braucht den Stein und wir brauchen die Flintstones und überhaupt. Da ist. Also, Deva, wo hast du schon angefangen, Spawns zu blockieren? Ich hab einfach nur Platten gesetzt, ist egal. PC, hilfst du schon mir? Schon wieder ein Äffchen. Bitte? Hilfst du mir beim Rüberräumen? Genie, aus. Das andere? Kiste ist voll, ja. Ja, eben. Mhm. Hilfst du mir beim Rübertragen? Ja. Eventuell sollten wir ein, zwei Schweinchen damit voll machen. Zum die Schweine sind schon voll, das ist das Problem. Haben wir noch ein paar Paras? Aua. Oder haben wir sie alle aufgebraucht? So geht's schneller. Oh mein Gott. Na, komm, Danu. Komm. So, Mädels, hat hier irgendeiner Wünsche zur Ausrichtung oder ähnliche? Oh. Guck's dir erstmal an und dann sagst du uns, wie du es ausrichten möchtest. Du wirst nicht viel Auswahlmöglichkeiten haben. Du musst nur schnell sein. Oha. Ja. Haben wir eigentlich noch eine Schere? Ja. Mir wird das ziemlich grün angezeigt. Muss ich dann diese Dinger setzen? Du sollst sie nur setzen. Guck mal, versuch das mal, wenn du die übereinander stapelst, ne? Ja. Dann kommt der Boden der Town Hall höher. Das heißt, wir haben kein Gras da drin. Ach, das ist der Hintergrund. Das ist der Hintergrund. Na gut, also mache ich einen kleinen Stapel von dem Zeug erstmal. Ja, musst du mal gucken. Dann und das Zeug in die Küche oder? Die Plantparts einfach in den Taylor-Tisch da hinten. Das ist der hintere Tisch im Haus. Dadurch gleichen sich diese Höhenunterschiede. Also du hast überall diese Dellen und dadurch wird das ausgeglichen. Ich war es nicht, es war der Laurier. Ja, der Igu meinte, er muss mitschauen. Er ist halt neugierig. Ja. Ist ja nichts zu sagen gegen Neugier. So, Pizzi braucht das. Ich kann noch Steine wegklopfen hier, wenn es hilft. Mach das. Ja, ich muss mal gucken. Wir räumen das Zeug gerade weg. Dein Tisch ist voll. Ich kann mich kaum. Dann einfach in die Kiste. Bewegen. So fleißig war der Ego. Cool. Warte, dann schmeiß ich gleich was an. Oh. Dann müssen wir noch ein Stockwerk, die letzten paar Büschel gucken noch raus. Warte, ich hab noch eine Platte. Nein, ich hab noch 50. Oh, okay. Oh, Wooden Club. Okay. Aber ich weiß halt nicht, ob wir dann noch Rampe brauchen oder irgendwas, um da reinzukommen. Wahrscheinlich, aber das ist nicht schlimm. Eine Rampe wäre das Problem nicht. Nee. Oder von deinem wunderbaren Rampenstein. Das Problem ist, das Ding ist so groß, ich sehe überhaupt nicht, wo vorne und hinten ist, wenn ich das setzen will. Ich weiß. Mal Karte drücken und schau, ob es dann geht. Ja. Kannst du das? Ja. Ja, das kennt Matze, glaube ich, noch nicht. Wenn man Karte drückt, hier. Natürlich kenne ich das. Du kannst das auch platzieren. Oh, wo ist denn da der Eingang? Der ist an den Seiten. Ach du Scheiße, das Ding ist ja mehr oder weniger, Formatfüllend, könnte man sagen. Formatfüllend trifft's gut, ja. Du kannst auch, ja. Wisst ihr, wie cool das ist, wenn man 800 Fiber auf einmal in Auftrag geben kann? Also ganz kurz, der Eingang ist auf den Längs-, also auf den Kopfenden von genau, jeweils an den Stirnseiten. An den Stirnseiten, ja. Oh, Scheiße. Ja? Oh, Scheiße? Ja, ich hab die Schildkröte so angenockt. Ja, ach so, der stimmt, kann nicht weglaufen. Ja, auch, ja. Ja, das schon, aber nicht die Strings nachher, oder? Nein, ich kann im Taylor-Tisch beides herstellen. Aha, okay. Und ich mache jetzt gerade einen ganzen Schwung, damit wir uns auch diese Rüstungen machen können. Kann sich bitte jemand nochmal an die Stelle hinstellen, wo man hochkommt? Ich bin an der Stelle, wo man hochkommt. Wo? Ich bin eigentlich nicht zu übersehen mit dem Lochkampf. Echt?
Sagst du? Ehrlich nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Genie? Ja. Achso. Ach, da hinten ist ein Lachkrampf. Ich kann ich dir 200 Stein, 100 Steine geben? Ja. Versuch's mal. Dann. Vielleicht kann ich mich dann zwar nicht mehr bewegen, aber. Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Ich auch nicht mehr. Kennst du noch mal ein bisschen rum, Lin? Das ist gerade gut. Oh Mann. Gib mal ein bisschen was da rein. Ich bin überladen. Oh, ja? Ja, ein bisschen was da rein. Ein bisschen was. So. Ja, ein bisschen was. Das aber Peter, ist viel. Natürlich eine Idee, man lasst die Affen das Feuer herstellen und ich mach dann die Strings draus. Ja. Ich kann mich bewegen. Kannst du dich noch bewegen, Lin? Ich ja, Lachkampf wahrscheinlich bald nicht mehr. Aber wie viel Fiber brauchst denn du? Du, ich brauch... Soll ich dir helfen, Matze? Guck noch. Okay. Ich bring mal das, was in der Kiste ist, nochmal zurück zur Base. 3000 fertig. Kannst du mir das da im Tisch schauen? Ja. Ich mach da Platz. Wir brauchen unbedingt mehr Schränke. Praktisch, wenn wir die Affen da herinnen stehen lassen, PC. Ja. Ja. Ich in den Ställen finde ich sind die. Das nochmal kurz angucken, das ist doch echt. Da drüben ist ja auch noch einer. Jetzt platziert das ein bisschen komisch hier drauf. Und du kannst die Steine auch wieder aufnehmen und anders platzieren. Ja, An der höchsten Stelle würde ich dies zum Beispiel platzieren. Hey! Hey, was? Geht eher um die Drehung. Der sitzt cool da. Was macht ihr? Er platziert gerade Affen. Oh. Nach Anweisung. Nach Anweisung? Lederstripes kann mein Tisch übrigens auch herstellen. Sehr gut. Haben wir denn überhaupt Leder hergestellt? Und ich glaube, du brauchst einfach mehr Tische, damit du in jedem Tisch so viel wie möglich herstellen kannst. Das wird da wie gesagt, die Idee finde ich ganz gut, dass die Affen die Fiber herstellen. Weil das machen sie ja sowieso. Und dann mein Tisch quasi nur aus dem Fiber den String macht. Affen muss man ab und an mal kontrollieren, ob sie es noch machen, weil die eventuell irgendwann damit aufhören. Aha. Also zumindest war es früher mal so. PC, zu dem einen Affen komme ich nicht hin. Okay. Zu dem mittleren. Achso, warte, jetzt bin ich glaube ich in ihm, ja. Na servus. Lass die Tür auf, Genie. Na servus. Vor allen Dingen dieses ich glaube noch dazu, das ist großartig. Ich bin mir noch nicht mal sicher. Oh Mann. Huch, wo ist der Affe? Also. Wir werden jetzt drin. Nie wieder Probleme haben mit dem Zeug. Sag mal. Ja. Erinnert ihr noch, wie viele Folgenpausen wir damit verbracht haben, Strings herzustellen und so? Geh weg, ja. Also, kurz mal AFK und 200. Jetzt kommt die entscheidende Frage. Ja. Wer hat denn gesichertes Wissen zum Thema, kann ich nochmal aufnehmen oder nicht? Niemand. Niemand. Setz sie einfach, wenn du meinst, so ist es gut, dann setz sie. Ja, ich hoff's. Ja, dann ist das dann so. Dann bauen wir es halt neu. Eins, zwei, drei und los. Oh nee, ich trau mich nicht. Hör ich denn? Mimimi? Bin mir bei dem einen Eingang hier nicht. Doch, das passt. Ich sehe es aus der Perspektive echt schlecht. Ach, jetzt kann ich es noch drehen, wenn ich einmal geklickt habe. Ja. Ach, warum sagt mir das denn keiner? Kannst du übrigens noch drehen, weil du gesagt hast, du kennst dich eh aus. Ja. Mit dem K, Entschuldigung. Okay. Ja, und wenn du K drückst, im Übrigen. Oh. Huch. Oh, jetzt bin ich reingebackt. Kommst du jetzt raus? Ja, dann haben wir eine einzigartige Town Hall mit Sekretär. Ich hänge mitten... Matze, dann kannst du immer noch Cheat Ghost machen. Ich hänge ja mittendrin. Wie ja, vielleicht ist das denn? Wenn die gut steht, würde ich sagen, mach. Kann das jemand beurteilen? Ich finde, sie schaut gut aus. Ja, sieht doch wunderbar aus. Ganz gut hin. Ich sehe es nicht. Wir können gucken, ob wir an die Eingänge mit den Rampensteinen rankommen oder halt mit den... Man kann es übrigens wieder aufheben. Na siehste, gucke mal. Das ist schön.
Also theoretisch kann Matze auch nochmal... Genau. Dann nimmst du es nochmal auf und dann macht das eine Etage tiefer und dann ist alles wunderbar. Ich habe gerade ein anderes Problem. Welches? Ich komme hier nicht raus. Ich müsste jetzt erstmal irgendwie den Cheat-Modus übergehen. Sonst nimmt das jemand anders auf. Pick up Construction Site. Ist das das? Ja, ja, ne? Mhm. So kommt man halt auch wieder raus, ne? Genau. Ja. Dann nimmst du eines runter. Eine runter? Ja, und dann gehen alle anderen weit weg, während das setzt. Ja. Oh, ich bin so weit weg, das glaubt ihr gar nicht. Nee, ich war nicht weit genug. Ich stand mit Lachkrampf auch drin. Was macht ihr denn da? Ich stand mit Lachkrampf auch drin. Ja. Klingt auch super, ja. Aber ganz ehrlich, die Bäume da oben müssen nachwachsen. Das sieht total geil aus jetzt. Ja, wir machen die Dinger weg und dann haben wir ja eventuell was. Vielleicht kommt dann ja was. So, das und das. Und jetzt werde ich wieder reinbacken. Warum? Weil ich mitten im Gebiet stehe von dem Ding, dann von der Baustelle. Naja gut, wenn du einmal geklickt hast, kannst du noch wegrennen, Matze. Ich kann... Dann musst du nur schauen wegen der Drehung. Ja, aber das ist auch nicht einfach dann. Wenn ich zu weit weg bin, wird's rot. Okay. Ja. Wie soll man sie dann platzieren, wenn man mittendrin ist? Das ist mir auch gerade... Er war in der Position, wo er war, hätte er bloß einen halben Meter noch gebraucht und dann wäre er draußen gewesen. Jetzt bin ich nicht drin. Aber? Nichts mehr. Ich frage, wie gut sie steht jetzt. Ich hab gesagt, passt schon. Ja. Ist immer noch relativ hoch, die Eingänge, aber ja. Muss dann halt so ja, sein. Aber das ist dann nicht so schlimm. Ja, wenn ich tiefer gehe, kommen die Pflanzen durch, weil hinten ist Berg. Die Treppe, dann machen wir da einen Treppen ran. Ja. Oder Rampen. Ja, diese komischen Rampen, er hat ja Standard-Rampen, die ja zu sonst nichts taugen. Ja. Genau. Nehmen wir die. Ja. Zufrieden oder nochmal ganz woanders, weiter nach links, weiter nach rechts? Alles hübsch. Ach, wunderbar. Alles hübsch. Ich hätte auch keine Lust mehr gehabt. Ach, Matze. Das darfst du so nicht sagen. So, ich mach ja, jetzt hier. Ich darf das. Lightfire. Also und schön, dass ihr die andere Hälfte der Insel probiert habt abzuholzen. Nee, ist doch schick. Alles gut. Ja. Okay. Und ich hab Licht. Na, Kraft, komm. So, hast du. Was sind denn hier für Rezepte in dieser. Ach, das ist das, was ich jetzt brauche. Genau. Für die 10 erste Barrels Ebene. Of Lime Water. Für die erste Ebene. Leute, das waren eben nur 5. Mhm. Ja, und? Hast du gedacht, das ist so einfach? Ja. Nein. Ich hab zumindest nicht gedacht, dass es hier verdoppelt. Ja. Wem geht er denn Lachen waschen? Das gibt's ja nicht. Ja, Schadenfreude. Aber soll ich euch mal was sagen? Ja. Unsere Town Hall ist schöner. Ist schöner als die andere. Definitiv. Das ist klar. Weil unsere Town Hall hat nämlich kein Gras im Boden. Richtig. Wir haben sie anständig hingestellt. Die sitzt hier viel höher und das finde ich sehr schön. Kein grünen Teppich, wir haben gleich den roten. Muss ja auch ein bisschen aufgebockt sein und ein bisschen hochgekommen. Ja, das ist gut. Das ist echt gut. Ist jetzt arg, so. Was sind wir? Arg. Wir sind uns einig. PC, übersetz mal. Was soll ich machen? Übersetzen für arg. Du sollst Orax übersetzen und das sind wir nicht. Nein. Also für die Hessen... Für die Hessen, hart drauf. Ja. Ich glaube, genau. Die Bäume spawnen wieder. Du, hier ist jede Menge Platz außenrum noch. Ich sehe es, ja. Das ist doch gut, wunderbar. Ganz ehrlich. Was können wir da für Verteidigungsanlagen bauen? Wir können das komplette Dorf hier hochbringen. Ja, das ist sinnvoll. Weiß ich nicht, ob es passt. Das passt. Meinst du? Ach. Ja. Wenn ich mal 4 Quicklime-Clints aufgestellt habe, ist hier nichts mehr. Ja, die stellst du eben besser hier beim Crafting auf. Genau, aber wir haben den ganzen Platz noch bis zur Höhle da, aber theoretisch... Aber wir brauchen vorher da oben Wasser. Ja,
Wir müssen hier Wasser hochlegen, das stimmt. Ich will ja mal nichts sagen, aber ich habe gerade meine Misthaufen aufgestellt, ja. Aber hier oben das haben macht wir ja auch... Nix. Da kannst, wir geben ja da unten nichts auf erstmal. Nee. Hier oben haben wir auch keinen Stress mehr mit dem Rex. Ja. Nee. Sondern mit Ulan, oder? Wie sie es gehört. Hier wäre das... Hier kommt auch keiner hin. Ja, aber hier ist ja echt viel Platz. Oh, jetzt wird's dunkel. Hier ist ein Nest. Also das klingt doch nach einem Plan, den wir mal verfolgen sollten. Mhm. Und ich würde sagen, ab der nächsten Folge, oder? Ja, ich würde auch sagen, jetzt mal... Ja. Oder? Was sagst du? Ja. Hat auch jemand was mitzuteilen? Also außer, dass die Küche steht, aber noch nicht eingerichtet ist? Ja, dass die Drecksfackeln nicht mit Spark Powder gehen. Oh. Können schon wieder mal Nein, ziehen. Ich habe aber Bark reingetan. Okay. Ja, das schon, also, aber... Die Rinde brennt erstens lange, also muss man einfach mal sagen. Ja, aber die Rinde brauchst doch du, oder? Ja, aber so viel Rinde brauche ich nun auch nicht. Und es stehen überall Bäume und da hacke ich zweimal gegen und dann habe ich Rinde. Okay. Sag mal, diese Holzhäuschen könnt ihr übrigens auch mit den mit den Steinplatten machen. Das habe ich bei meinem Haus auch gemacht. Ja, willst du das für die Küche hier machen? Beim nächsten Mal dann? Können wir gerne machen. Ich habe nur gesehen, dass hier überall das Gras durchkommt. Okay, dann würde ich sagen, Diva hat ein paar Projekte fürs nächste Mal und wir sagen bis zum nächsten Mal, oder? So ist es doch. Und wir alle haben dann ganz kleines Mini-Projekt da oben stehen. Das wird garantiert die nächste ganz Folge bescheiden, nicht ja. fertig. Nein, nicht in der nächsten. Genau, also. Wieso jetzt? Was? Wieso jetzt? Weil du nicht genug Limestone gefarmt hast, Lin, deswegen. Wobei willst du es wissen? Die mehr in der nächsten Folge. Beweis ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.